Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich mit euch nochmal über ein Statement unseres allseits beliebten Lauterbach sprechen möchte. Er meinte ja in weiser Voraussicht, dass in nächster Zeit die Inzidenz wieder unter 50 fallen könnte. Mein werter Herr Lauterbach, haben Sie dabei bedacht, dass Sie zeitgleich zum Anstieg der Temperaturen, den wir ja im Moment verzeichnen, gleichzeitig auch die Testkapazitäten in den Schulen und in den Betrieben hochgefahren haben, was sich somit auf die Inzidenz auswirken könnte und diese durchaus über 50 halten könnte? Das ist so ein Punkt, der mir dabei so ein bisschen untergeht, weil je mehr ich teste, umso mehr. Bei Telegram könnt ihr gucken, habe ich euch mal einen Screenshot zum Thema Genauigkeit reingesetzt, beziehungsweise ein Foto. Also wie die Hersteller der sogenannten Schnelltests, Antigen-Schnelltests, die Genauigkeit deklarieren. Und ja, bei Millionen Tests kann ich mir durchaus vorstellen, dass es passieren könnte, dass die dass die Inzidenz einfach bei über 50 bleibt. Ich formuliere es jetzt mal vorsichtig so. Wir sind in einer Zeit, in der darüber diskutiert wird, dass wieder frei innerhalb Deutschlands gereist werden könnte, dass vielleicht auch manche europäische Länder damit eingebunden werden können. Dann frage ich mich jetzt als reines Beispiel, Portugal würde freigegeben werden für Reisen. Ich fahre mit dem Auto durch Frankreich und Belgien, durch Belgien, Frankreich und Spanien, wo ein Land von als Hochinzidenzland gilt. Kann ich dann jetzt nach Portugal fahren, was freigegeben ist oder nicht? Auch so Fragen müssten beantwortet werden. Wie sieht das mit Transferreisen aus? In jedem Fall haben wir letztes Jahr in der Urlaubssaison keinen exorbitanten Anstieg gesehen. Das kann man nachvollziehen, wenn man sich einfach mal anguckt, wie die Kurven verlaufen sind. Das ist ja alles noch immer schön abrufbar. Und Urlaub ist Erholung. Die Menschen entspannen sich. Die Menschen bewegen sich auch mehr im Urlaub im Normalfall. Dann wird die Gegend erkundet, werden Fahrradtouren gemacht, dann geht man spazieren, man geht schwimmen und so weiter. Also viel, was eigentlich auch dem Ganzen zuträglich ist, was man Immunsystem nennt. Dementsprechend frage ich mich, warum diese Diskussion überhaupt aufkommt, weil je mehr wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich in der Natur zu bewegen, umso mehr stärken die dieses genannte System ja eigentlich auch. Im Moment, wenn ich mir so die Nachrichten angucke, bin ich ein wenig verwundert darüber, dass zum Beispiel doch relativ viel über den Konflikt in Palästina und also zwischen Palästina und Israel berichtet wird. Wobei ich auch da ehrlich gesagt die meisten Beiträge tatsächlich in englischsprachigen Medien zu finde. Beziehungsweise auch die meisten Videos, die mir hier bei YouTube angezeigt werden, englischsprachig sind. Aber es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass darüber berichtet wird. Weil so eine Situation sich natürlich auch weiter aufschaukeln und auch eskalieren könnte. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der viele Konflikte gesät werden. Das sieht man auch daran, wie zum Beispiel viele Medien mit China im Moment umgehen, mit Russland umgehen. Die Konflikte werden weiter geschürt, nicht nur in der Bevölkerung, auch auf geopolitischen und politischen Ebenen werden immer mehr, man kann schon fast das Gefühl bekommen, Konflikte geschürt und Konflikte aufgebaut, aufgebauscht. Die dazu führen könnten, dass die ganze sowieso schon instabile Situation, instabile Lage, die wir im Moment haben, eskalieren könnte, knallen könnte. Und
auch wirtschaftlich betrachtet. Wir haben immer mehr Probleme mit Rohstoffen, Preise steigen, Vorprodukte sind teilweise nicht mehr verfügbar oder nicht mehr in ausreichender Menge verfügbar. Das sind ja alles Sachen, die ja, in nächster Zeit sich zeigen können. Also Lebensmittelindustrie hat teilweise Probleme, Folien und Plastik für die Verpackungen zu bekommen. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, dann kauft man halt mehr in Papierverpackungen. Haben wir früher auch gemacht, keiner ist an Papiervergiftung gestorben. Also da würde ich jetzt kein großes Problem dran sehen. Wir haben ja sowieso ein Plastikverbot bei Tüten. Also Plastiktüten kriegt man ja fast nirgendwo mehr. Und dementsprechend kann man ja auch bei der Plastikverpackung auch wieder auf Papier umsetzen. Es gibt ja immer mehr, mittlerweile fällt mir positiv auf, dass man also Äpfel und so in Pappverpackungen wieder bekommt. Da kann man noch wieder weiter, das kann man noch weiter ausbauen. Dann haben wir mit der Plastikgeschichte nicht so viele Probleme. Wo es aber Probleme geben wird, das ist ganz klar der Baubereich. Also jetzt haben mittlerweile viele Zimmereien und so haben Probleme, ihr Material zu bekommen. Dazu hatte Politik Spezial der Markus Gärtner vor ein paar Tagen auch ein Video gemacht. Kettner Edelmetalle hat ein Video dazu gemacht. Also es sind mehrere, die die Thematik jetzt schon aufgegriffen haben, dass wir halt an vielen Stellen die Materialien nicht mehr oder nicht mehr in ausreichender Menge bekommen oder zu extrem überteuerten Preisen, weil die USA und China im Moment sehr viel von dem aufkaufen, was auf dem Markt ist, auf den Markt kommt. Und das kann natürlich noch zu weiteren Engpässen und noch weiteren Preisexplosionen führen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Weil, ja, die Zeit wird natürlich nicht besser werden. Es wird nicht mehr, nicht mehr Material nachkommen wahrscheinlich in der nächsten Zeit. Und dann wird es sehr kritisch werden. Wie gesagt, wer jetzt baut, kann damit rechnen, dass sich auch die Preise für den fertigen Bau nachher durchaus nochmal erhöhen, weil eben besagte Materialproblematik da ist. Ich bin gespannt, was das alles noch nach sich zieht. Ihr könnt immer eure Meinung, eure Vermutung, was passieren wird, in der nächsten Zeit in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht, und bis zum nächsten, euer Mike.